So, Salvete des Kiboli, des Kibolek, und herzlich willkommen zu meinem ersten One-Taker, One-Shutter. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das nennen sollen. Schreibt doch mal in die Kommentare irgendeinen coolen Namen. Von der Handlung her ist es so, dass ich nicht schneiden werde, sondern ich werde jetzt einfach mal labern. Quasi das, was ich auf meinem Hauptkanal mache. Nur beim Hauptkanal schneide ich natürlich und mache das ein bisschen kompakter. Und hier werde ich jetzt einfach mal so eine halbe Stunde durchlabern. Das heißt, ich hoffe, ihr habt Zeit. Und ich habe jetzt gerade eben getwittert. Dort werde ich immer so ein bisschen fragen, über was ich reden soll. Und da habe ich gerade getwittert, sie sollen einfach mal so ein Stichwort reinwerfen und ich rede dann einfach darüber. Und ich mache das jetzt auch. Ich refreshe mal. Wer mitbestimmen will, sollte mir auf Twitter folgen. Steht, glaube ich, alles in der Infobox. Hashtag Schleichwerbung. Unsere Community ist das erste Stichwort. Gut, unsere Community. Also. Ich bin momentan mega zufrieden mit meiner Community. Falls sowas überhaupt existiert. Es gibt ja die Razer und ich denke, jeder, der mich hier abonniert hat, wird auch irgendwie ein Razer sein. Quasi ein Zuschauer von meinem Hauptkanal. Und ja, wir sind eigentlich eine relativ kleine Community, eine sehr familiäre Community. Ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwie 1 Million Abonnenten hätte, dann würde ich so ein bisschen den Überblick verlieren, weil es gibt dann ja so viele Menschen, die dich schauen. Und weil ich momentan nur 10.000 Abonnenten habe, habe ich dann eine relativ gute Übersicht so. Und ich kenne auch ganz viele beim Namen. Ich versuche ja so wirklich mit jedem Kontakt zu halten. Also ich finde so ein Star-Fan-Verhältnis finde ich mega. Ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, was ich gerade sagen wollte. Weil, keine Ahnung, ich meine, alle YouTuber sind ja bloß YouTuber, die sich in ihrem Zimmer einsperren und in die Kamera labern. Ich finde, dafür brauchst du nicht viel, also da bekommst du keine Anerkennung für. Solltest du nicht bekommen. Jetzt habe ich mich gerade verlabert. Schwanz im Mund. Weil, also, pass auf. Es geht ja immer so darum, Fans, ne? Sind die Community Fans von einem oder nicht? Und ich denke, nein. Weil wenn du Fans hast, dann bist du ja ein Star. Und ein Star bist du, wenn du etwas kannst, etwas so gut kannst, dass dich dafür Leute anhimmeln, quasi. Und das sind dann Fans. Aber wenn du nichts tust, außer einfach du selbst zu sein und einfach nur mit der Kamera redest, beziehungsweise mit dem Zuschauer dann, finde ich nicht, dass man etwas kann, was andere nicht können. Weil reden kann jeder. Und deswegen glaube ich nicht, dass YouTuber, also klar, wenn man dann anfängt, Songs zu schreiben oder irgendwie Kurzfilme da so editiert, dann kann man darüber vielleicht ein bisschen streiten. Aber wenn man einfach nur ein Vlogger ist, finde ich, hat man keine Fans, sondern einfach Zuschauer. Sowas wie Freunde, die einem einfach unterstützen. Und das finde ich an der Community auch mega cool, dass durch meine Videos genau die Leute, mit denen ich auch im realen Leben irgendwie befreundet wäre, dass ich mit denen da Kontakt aufbauen kann. Was mir normal ja nicht möglich wäre, weil die manchmal 200, 300 Kilometer von mir entfernt wohnen. Aber durch das World Wide Web funktioniert das einfach. Und das finde ich halt so richtig cool, dass man sich eine Community aufbaut, die wie eine eigene Familie, wie so ein Freundeskreis ist, mit dem man sich auch austauschen kann. Und deswegen ist mir das natürlich mega wichtig. Bei Twitter zum Beispiel, ich sehe immer wieder dieselben, das finde ich gut bei der kleinen Community, dass ich immer wieder dieselben Gesichter sehe. Falls jetzt jemand zuschaut und sagt, hey, ich hatte noch nie mit dir wirklich Kontakt, aber ich schaue schon immer deine Videos, dann schreib das mal, dann überwind dich mal und schreib es mal in die Kommentare. Auch wenn du das normal nicht tust. Weil noch ist es echt so, dass ich jeden, oh, guck mal, und ich werde schon wieder angeschrieben auf Facebook von der Anna Dreier. Die Anna, die hat mir so ein total liebes, wie hat sie genannt? Sie hat es Fanvideo genannt, Zuschauervideo, als ich 9.000 Abonnenten bekommen habe. Die zum Beispiel ist ein richtig cooler Mensch und ist ja auch ein Zuschauer von mir. Dann hier bei Twitter geht es gleich weiter. Hier die Antje, die Julia, die Eileen, das sind alles, die kenne ich. Also ich kenne es natürlich, oder Luisa hier, ne? Die ist Luisa, die mit der Selina geskypt hat, als ich Selina besucht habe. Man kennt sich so und ich glaube, das ist bei anderen YouTuber auch so, dass wenn man immer wieder Kontakt zu denen hat und auch wenn die einem nicht sofort antworten, bei mir zum Beispiel auch ein bisschen schwer auf Facebook, ich kann nicht jedem auf Facebook antworten, weil das manchmal zu viele zu viele Nachrichten sind. Aber ich versuche natürlich immer da mein Bestes zu geben. Ich antworte dann nicht, weil ich euch nicht mag oder so, sondern weil ich es dann einfach vergesse und die Nachrichten rutschen dann ja irgendwie nach unten und dann wird man irgendwie übersehen.
Und trotzdem fallen die Gesichter einem auf, man merkt sich die. Also ich kann es mir nicht merken, weil ich gesichtsblind bin, aber ich merke mir natürlich so ein bisschen die Namen und ja, also es funktioniert schon bei mir, würde ich sagen. Und ich habe hier leider keine Zeitanzeige, sonst, weil ich will auch nicht zu lang reden. Ich höre jetzt einfach mal auf, ich denke irgendwie 80% haben sowieso schon weggeklickt hier. Wenn ihr jetzt bei der nächsten Folge mitbestimmen wollt, über was ich als nächstes reden sollte, es können also auch ausgefallene Themen sein, wie warum lieben sich Menschen, sage ich jetzt nicht. Jetzt hatte ich gerade irgendwas mit Kacke im Kopf, aber das Bild kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Scheiße. Genau, scheiße, um das Thema ging es. Schreibt einfach mal, also folgt mir dann auf Twitter. Wenn ich dann schreibe, was soll das nächste Thema sein, sofort raushauen, damit ich ein Thema habe. Oder ihr könnt es natürlich auch hier in die Kommentare schreiben. Ich werde da ja immer ein bisschen nachschauen. Und hier auf dem Zweitkanal habe ich echt eine gute Übersicht über die Kommentare. Das sind ja irgendwie nur 20 Kommentare pro Video. Das kriege ich also noch hin. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Finde ich echt cool, dass du bis zum Schluss da geblieben bist und dir das anschauen kannst, wie ich einfach hier sitze mit meinen zwei Softboxen in der Kamera und mit dir rede. Finde ich echt cool. Dann merkt man wieder, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Alles klar, also würde ich sagen, bis dann, haut rein, euer Race Tube.